So. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Was kann sie noch erzählen? Nichts, ne? Wenn du nicht auf mich hören willst, dann überlege, wie du es aufhältst. Wer weiß, was passiert, wenn diese Vibrationen eskalieren. Hm. Danke. Wir sehen uns, Emily. Viel Glück. Mach Notizen. Ich mach die ganze Zeit nichts. So. Wo müssen wir hin? Zum Knotenpunkt. Auf zum Knotenpunkt. Können wir jetzt? Immer noch nicht. Wir brauchen verdorbene Proben. Knotenpunkt. Oh, da sind wir ja. Da sind wir ja. Ach so. Das untere Ende des Nahen. Na klar, einfach. Hoffentlich weiß ich, was ich tue. Nein. Das war nur die Spitze des Nagels? Na klar. Wie tiefer geht denn das Fundament? Das so, so tief ist es jetzt nur auch noch nicht. Also da war der Fahrstuhl höher. Ey. Aua. Die Kristallkuchen hier sind ziemlich dicht. Fast als wollten sie mich aufhalten. Als Marshall den Nagel zerstörte, griff der Rat sie an. Das gefällt mir gar nicht. Noch runter. Oh, da ist Action. War ich hier nicht schon mal? Nö. Hier ist Direktorin Faden. Ich brauche Verstärkung an diesem Standort. Schalten wir sie aus! Brüll hier nicht so rum! Niemand sonst hört das Haus. Ihre Ohren sind verstopft von Lügen. Uns wurde der Weg hineingezeigt, damit wir helfen. Doch wir sind demselben Parasiten anheimgefallen. Ich hätte das Netz nicht erkannt. Die Fäden zwischen Northmoor, der Säule, der Waffe, dem Ed. Doch welche Hoffnung hatten wir in diesem Konflikt, der unseren Verstand überstieg? Ich möchte wieder zur Behörde in den oberen Stockwerken. Meine lange Abwesenheit im Fundament beenden. Northmoor wird wegen meines Ungehorsams wütend sein. So ist er nun mal. Ist mir egal. Ich muss im Ältestenhaus bleiben, um zu helfen, wo ich kann. Ich bezweifle, dass ich die Behörde wieder auf Kurs bringen kann. Doch ich muss es versuchen. Wie konnte ich so lange leben, ohne ein Ziel? Ohne Hingabe. Ich weiß kaum noch, wie sich das anfühlt. Mir ist bewusst, wie dankbar ich Vater sein muss, dass er mich auf diesen Pfad geführt hat. Wenn ich es ihm nur sagen könnte. Das sieht sehr ungesund aus hier. Na toll. Und es fängt wieder an zu ruckeln. Moment. Guck mal hier. Was haben wir denn jetzt? Guck mal, ruckel die Ruckel. Macht euren Server korrekt hier. Ist ja unspielbar. Wie vorhin. Jetzt gehen wir erstmal eine richtig gute Blöckchenparty. Hm.
sieht gut aus. Jawohl. Ja. Los. Ab. Bandbreite, 1 Megabit, ist ja Wahnsinn. Woran hapert's denn? Du Kopf hoch. Da geht noch was. So ist es unspielbar. Hm, 98, 109, na toll. Ich dachte, die geht jetzt runter. Oh, jetzt geht's hoch. Hm, noch einen hoch, noch einen hoch. Oh. Mhm, okay, jetzt. Ja, nee, doch nicht. Hm. Ich hoffe, mich greift keiner an. Du, komm los, krieg dich doch mal ein, ihr Spiel. Also Spiel nicht, also, ja. GeForce Now. Möglicherweise 60 FPS kriegt er hin, ja. Hm. Alter. Wir spielen Mosaik. Wir spielen Mosaik. Ich sehe hier nichts. Hm. Ich sehe nichts. GeForce. Forze. Mit R. Guck mal, so könnte das auf dem Gameboy aussehen, das Spiel. Super, oder? Wobei, wenn man das verkleinert, kann man noch einigermaßen gut was erkennen. Geh ruckel. Ja. Oh, ich glaube. Oh, nicht Bosskampf. Bitte nicht bei dem Bild Bosskampf. Marshall? Sie leben. Bald erkennst du uns oder dich oder ihn oder sie oder die anderen nicht mehr. Was? Familie ist tot und Mauern eingerissen, doch die Gelb und Rot erscheinen. Verdammt. Der Spiegel dreht es herum, macht es richtig. Wir wichsen ihn durch alles. Was? Das hat sie nicht gesagt. Das hat sie jetzt nicht gesagt. Bestvieh. Oh, da hinten ist... Ah, sie auch. Deckungsfeuer!
ich mach mal für das spielerische Empfinden ein bisschen. Schau mal kurz in die Flasche gleich. Nee, wie war denn das? Ach nee, einfach nur. Was war das? Den da? Ja. Ja, ich weiß. Ja, ich möchte den jetzt einmal aktivieren und ich möchte. Was war denn das hier? Den hier. Keine Ahnung, was das hier ist. Das die Hälfte, ne? Ich glaube, das könnten wir dann gut überleben. Aua. Was? Keine Munition mehr? Alter, was kommt denn da an, Mann? Puh. Eieieiei. Dabei habe ich mich so gut geschlagen.
Du Scheißsniper, du! Oh! Ich guck mal kurz in die Flasche, wie spät das ist.
Das erklärt, warum der Rat nicht geantwortet hat, was wiederum die Beben erzeugt hat. Marshall kam hier runter, um das zu verhindern. Ich hätte mitkommen sollen. Ich hätte sie retten können. Aber ich kann auch alle anderen retten. Das war ordentlich. Rückgewinnung bei Flucht. Oh. Hier müssen wir auch noch was wegwerfen. Oh. Was ist das hier? Kopfschussschub. 124%. Das ist Energie, erhalten Energie von Kopfschüssen. Gut, zurzeit schieße ich glaube ich nicht groß auf den Kopf. Mehr Schaden ist glaube ich doch besser. Was war das hier? Munitionseffizienz, die Kosten nach unten. Da finden wir vielleicht auch irgendwas Besseres von Aziofarm oder so. Vielleicht können wir das hier noch machen. Guck mal hier, das ist eine gute Kombo. Was haben wir hier noch? Den Schmetterer. Okay, und hier... Nee, okay. Gut. Ist schon wieder voll? Achso, wir haben ja nichts verkauft. Hahaha. Aber die Barriere ist noch da, ne? Wir sind geläutert, befreit, Halleluja. Das Fundament ist stabil besiegt. Okay, hoffentlich verbessert sich deine Einstellung und Loyalität. Hä? Ihr könnt mich mal. Genau. Oh, aber natürlich doch. Ich spiele das brave Mädchen. Sie müssen noch nicht wissen, dass ich ihnen auf der Spur bin. Wenigstens noch nicht. Ich hab dich gesehen, mein Freund. Boah, ist das dunkel. Der Nagel ist sicher. Das Zischen kommt nicht dran. Ich kann den Astralriss im Fundament nicht ungeschehen machen. Aber er ist geschlossen. Und die Beben haben aufgehört. Du hast es geschafft. Hast du Marshall eigentlich gefunden? Hab ich. Sie ist tot. Sie starb in dem Glauben, die Behörde zu retten. Kein schlechter Tod. Ich war nicht bereit für diese Krise. Hab sie nicht mal kommen sehen. Ich verspreche, das nächste Mal bin ich bereit. Was taugt schon eine Direktorin, die ihre Behörde nicht im Griff hat? Thank you.
Okay, das war das DLC The Foundation, richtig? Das Fundament. Sehr, sehr gut. Das heißt, wenn ich den JP noch richtig im Kopf habe, wir haben jetzt das nächste. Ich wüsste als Direktorin jetzt, wie man die Dinge schaukelt. Aber so einfach ist es nicht. Ich muss der Behörde eine Richtung vorgeben. Sie muss unseren Zielen dienen, nicht denen des Rates, was auch immer die sind. Ich muss meinen Weg gehen. Schönes Bild. Ja. Ah, ich muss mich bewegen. Gut. Schweben, länger schweben ist super. Hat sich gerade sehr bewährt gehabt. So, I. Mission. Ein armes Schwein vor dem Kühlschrank. Ja, da war ja noch was. Verstopfung, Fungus, Selbstreflexion, Kühlschrankdienst. Ja, warum nicht?